Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um das Durchführen von logistischen Regressionen in R und es ist das Grundlagenvideo, das heißt, es kommt noch ein zweites hinterher, in dem die Modellgütemaße besprochen werden. Für dieses Video habe ich mir Folgendes vorgenommen. Ich möchte zeigen, wie man eine logistische Regression in R durchführt. Ich möchte zusätzlich zum Ergebnis noch die Average Marginal Effects berechnen, weil da gibt es ein sehr, sehr schönes Package für. Und ich möchte die Log Likelihood abfragen. Ich wechsle nach RStudio und dann geht's los. So, ich bin in RStudio angekommen. Es ist nicht ganz leer. Ich habe das diesmal vorbereitet, einfach damit es ein wenig schneller geht. Dennoch möchte ich kurz durchführen und auch den Datensatz vorstellen, damit man das vollständige Bild hat. Was habe ich gemacht? Ich habe zunächst eine wunderschöne Überschrift drüber geschrieben. Logistische Regression, also das Logit-Verfahren in R. Und jetzt habe ich hier eine Sektion für den Datenimport. Ich brauche natürlich das Library ReadXL, denn die Daten liegen als Excel-File auf meinem Bildschirm und deswegen starte ich dieses Library. Wer jetzt schon eine Fehlermeldung bekommt, dessen R ist wahrscheinlich relativ neu installiert, der braucht zunächst einmal das Package ReadXL und das muss durch den Install Packages, Klammer auf, Anführungszeichen, ReadXL-Befehl installiert werden. Das habe ich hier einmal vorbereitet. Ich habe es allerdings bei mir auskommentiert, denn bei mir ist es ja bereits installiert und das würde jetzt relativ lange dauern, das aus dem Internet zu ziehen und zu installieren. Deswegen erspare ich mir das. So, dann wende ich den ReadExcel-Befehl an und den File.choose-Befehl. File.choose öffnet natürlich ein wunderschönes Öffnen-Dialogfenster, was mir dann ermöglicht, den File auszuwählen und die Daten werden dann in den DataFrame Real Estate, df.realestate, gespeichert. Das ist mein persönlicher kleiner Fimmel, dass ich immer df davor schreibe, damit ich auch weiß, dass es ein DataFrame ist. Auch diese Zeile starte ich einmal und da öffnet sich mein Öffnen-Dialog, File.choose. Ich gehe auf meinen Desktop und da liegt mein Lieblingsdatensatz Real Estate und den öffne ich nun. File.choose hat natürlich einen Pfad nur der ReadXL-Datei, dem ReadXL-Befehl übergeben und ReadXL liest die Excel-Datei und schreibt sie in den DataFrame rein. Mit dem View-Befehl, Achtung, großes Vogel-V, gucken wir uns nun einmal den Datensatz an. Man kann sich das vorstellen wie Immobilien-Scout24 oder Immonet.de. Wir haben hier 1000 Immobilien drin, die sind durchnummeriert, also Vector Observation, so habe ich die Variable selber genannt, ne, damit ich nicht vergesse, dass es ein Vektor ist, von 1 bis 1000. Dann was für ein Typ es ist, ob es ein Haus ist, also ein Einzelhaus, Attached, ein Reihen- oder Doppelhaus und Flat ist eine Wohnung. Dann haben wir hier die Einschätzung eines Immobilienmaklers, ob es sich um eine Luxuswohnung oder eine normale Wohnung handelt. Wir haben hier die Quadratmeterzahl, wir haben hier die Entfernung zum Stadtzentrum, vermutlich zum Rathaus oder ähnliches. Wir haben Vector Universe, ob es sich um eine Universitätsstadt handelt, ja oder nein, true oder false. Wir haben hier den Preis, zu dem es zum Verkauf steht oder bereits verkauft wurde. Und wir haben hier den Vector Sold, also ob es bereits verkauft ist. Und diesen Vector Sold, der interessiert uns tatsächlich dieses Mal das erste Mal. In allen anderen Videos zuvor habe ich den immer weggelassen. Jetzt wollen wir erfahren, was dazu führt, dass eine solche Immobilie tatsächlich verkauft wird und oder was dazu führt, dass sie zum Ladenhüter wird. Eine logistische Regression mit dem Vector Sold, verkauft oder nicht verkauft, als abhängige Variable. Ich schließe diesen Tab wieder und eine Kleinigkeit fehlt. Es ist der Preis pro Quadratmeter in der Datenbank nicht hinterlegt. Das ist ja auch gar nicht nötig, denn der Preis steht drin und die Quadratmeterzahl steht drin. Dann wäre das ja redundante Datenhaltung, das dort reinzuschreiben. Wir wollen aber natürlich den Preis pro Quadratmeter, weil das ja eine ganz wichtige Schlüsselgröße ist, hier auch einmal reinkodieren. Insofern, in den DataFrame Real Estate schreibe ich jetzt den Vektor PRSQM, Preis pro Quadratmeter, hinein
Und zwar, indem ich einfach den Vektorpreis durch den Vektor Quadratmeter teile. Das führe ich einmal durch und ich gucke mal an, ob ich Erfolg gehabt habe. Doppelklick öffnet natürlich genauso diesen Tab. Und jetzt sollte ganz am Ende der Vektorpreis pro Quadratmeter, Vektorpreis, tatsächlich auch auftauchen. Und wir sehen hier 3.900, 4.065, 3.901. Das sind übliche Immobilienpreise. Vielleicht nicht mehr in Zentral-Hamburg, aber im Randgebiet kommt das schon ungefähr noch hin. Für die logistische Regression brauchen wir natürlich ein ökonometrisches Modell. Und dieses ökonometrische Modell, das bereite ich immer gerne erstmal vor. Ich kann diese langen Formeln auch direkt in den Befehl für die logistische Regression reinschreiben, aber das ist doch ganz schön lang. Und das spare ich mir, indem ich hier eine Formelvariable bilde. Die heißt auch formula.logitbase, also Basismodell für meine Logit-Regression. Und was schreibe ich da rein? Ich schreibe da rein, dass der Vektor Sold die abhängige Variable ist. Dann die Tilde, also der Vektor Sold, wird bestimmt durch und dann mit Plus getrennt die ganzen Einflussvariablen. Also der Typ der Immobilie, ob es sich um eine Luxusimmobilie handelt, die Quadratmetergröße, die Entfernung vom Zentrum, ob es sich um eine Universitätsstadt handelt und der Preis pro Quadratmeter. Wenn ich diese Zeile einmal durchführe, sehen wir hier auf der rechten Seite, dass diese Formel tatsächlich auch so gespeichert wurde und ich kann sie hier unten noch abfragen, Formula. Logitbase und es kommt einfach diese Formel raus. Also im Grunde ist das nichts anderes als ein Character String, der hier weggespeichert wird. Okay, und jetzt baue ich meine logistische Regression auf. Ich nutze eine Modellvariable, wo also alles das reingespeichert wird, was gleich berechnet wird. Das heißt, das komplette Modell wird da drin gespeichert. Und das Ganze mache ich mit dem GLM-Befehl. Also wer schon einige meiner Videos gesehen hat, weiß ja, dass der LM-Befehl, Linear Model, für die ULS-Regression steht. GLM steht nun für Generalized Linear Model, also die generalisierten linearen Modelle. Und dabei handelt es sich ja um eine ganze Modellklasse, wo die logistische Regression nur ein einzelner Teil draus ist. Und das wird auch gleich noch unterschieden. Dann wird dem Befehl GLM die Formel Logitbase, die wir vorher weggespeichert haben, übergeben. Man könnte, wie gesagt, die Formel auch direkt hier reinpacken, aber bei so langen Formeln wird es dann irgendwann relativ schnell unübersichtlich. Dann werden die Daten übergeben, Data gleich DF Real Estate, was auch sonst. Und jetzt wird es halt speziell. Jetzt muss übergeben werden Family Binomial. Also wir haben hier eine binomiale Variable als abhängige und damit wird eben unterschieden, was für ein Modell aus der GLM, aus der Generalized Linear Model Modellklasse hier verwendet wird. Und dieses Binomial sagt jetzt, verwende eine logistische Regression. Das führe ich jetzt einmal durch. Erstmal sieht man nichts, außer dass hier rechts jetzt das Modell Logitbase, Mod Logitbase, gespeichert ist und das ist auch riesengroß und man kann da auch mal reingucken, man sieht, da sind die Koeffizienten drin, da sind die Residuen drin, da sind die Fitted Values drin, alles Mögliche ist da drin gespeichert und wenn man sich da eine Zusammenfassung von anschauen will, dann verwendet man natürlich den Summary-Befehl auf diesem Modell und da kommt schon unser Ergebnis raus. Was sehen wir hier? Wir sehen hier einmal nochmal zusammengefasst, was hier eigentlich durchgeführt wurde, also im Grunde den Befehl, den wir gerade übergeben haben. Wir sehen hier die Deviance Residuals und wir sehen die Koeffizienten. Das ist natürlich das, wo wir uns alle drauf gefreut haben. Wir sehen den Achsenabschnitt Intercept und wir sehen für jede einzelne Variable die Koeffizientenstatistik, jeweils mit den geschätzten Koeffizienten unter Estimate, mit den Standard Errors, mit den Z-Values und mit den P-Werten und damit wir das auch schnell überblicken können, noch die üblichen Sternchen. Drei Sternchen bedeutet unter 0,001, also unter 0,1%
Das ist dann schon hochsignifikant. 2 Sternchen ist immer noch unter 1%. 1 Sternchen ist unter den üblichen 5%. Und 1 Punkt ist noch schwach signifikant unter den 10. Ja, die Koeffizienten sind ja in der logistischen Regression relativ schwer interpretierbar, weil sie ja die Veränderung des Logits, also der logarithmierten Odd-Ratio oder der logarithmierten Chance angeben. Nichtsdestotrotz das Vorzeichen. Das ist ja immer schön einfach und wir sehen ja hier unten drei statistisch signifikante Größen. Wir sehen einmal die Entfernung zum Stadtzentrum und die ist negativ und hochsignifikant. Mit anderen Worten, je weiter wir rausgehen, desto mehr sich die Distanz erhöht, desto unverkäuflicher wird das Ganze, wird die ganze Immobilie. Die Wahrscheinlichkeit sinkt also hochsignifikant, dass eine solche Immobilie verkauft wird. Wir sehen die Universitätsstadt, in Universitätsstädten ist der Verkauf einer Wohnung deutlich wahrscheinlicher, positives Vorzeichen, und das ist signifikant. Und natürlich der Preis pro Quadratmeter. Je höher der Preis pro Quadratmeter steigt, desto geringer, negatives Vorzeichen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Wohnung tatsächlich verkauft wird. Hier unten sehen wir noch ein paar Dispersionsparameter und das AKIKE-Informationskriterium. Und das war's, was wir angezeigt bekommen. Man kann jetzt aus der Modellvariable Mod Logit Base die Koeffizienten einzeln extrahieren. Das ist im Grunde das Gleiche, was wir hier oben sehen. Diese Estimates, die kann man dort als Vektor herausbekommen mit dem Befehl COEF. Das zeige ich einmal. Das sind genau die gleichen Zahlen, die wir eben in der Koeffizientenstatistik auch gesehen haben. Und wenn wir jetzt nicht die Veränderung der Logits angezeigt haben wollen, sondern die Veränderung der Chance, dann müssen wir ja den Logarithmus irgendwie wegbekommen. Also den ganzen Vektor einmal e hoch den Vektor rechnen. Also exp, Exponent, einmal e hoch das Ganze. Und hier bekommen wir nun die Veränderung der Odds Ratio heraus. Bleibt schwer interpretierbar, geistigen Haken dran. Deswegen verwendet man sehr, sehr gerne die Veränderungen der Wahrscheinlichkeiten. Aber die Veränderung der Wahrscheinlichkeiten sind ja nicht linear, weswegen sich die Koeffizienten halt verändern, je nachdem, wo der Aufsatzpunkt ist, je nachdem, wo man damit startet. Marginale Effekte, das ist ja auch das Wort, was man hier verwendet. Es handelt sich ja praktisch um die Ableitung des Ganzen. Und weil es marginale Effekte sind, verwenden wir auch ein Package und das Package heißt Margins. Und das kann man hier mit Library Margins starten. Das wird bei den meisten natürlich noch nicht installiert sein, deswegen den Befehl install.packages, Klammer auf, Anführungszeichen, Margins verwenden. Ist bei mir natürlich schon installiert, deswegen lasse ich es wieder im Kommentar verschwinden. Die Berechnung der Average Marginal Effects, also der durchschnittlichen Effekte über die gesamte Stichprobe, passiert mit dem Margins-Befehl, dem einfach nur die Modellvariable übergeben wird. Und das Ganze speichere ich in einer zweiten Modellvariable, die ich .ame, Average Marginal Effects, nenne, speichere ich da weg. Und jetzt kann ich mir eine Summary genau über diese Werte ausgeben lassen. Und bekomme das. Ich bekomme hier die Average Marginal Effects, die ich dann auch wunderschön für Veröffentlichungen verwenden kann. Und ich bekomme auch alle weiteren Statistiken zu den Average Marginal Effects. Und ich kann die auch plotten, einfach den Plot-Befehl darauf anwenden. Das kann man natürlich jetzt schwer erkennen. Ich mache es mal groß. Und hier sehen wir die Average Marginal Effects für jede einzelne Variable. Und hier ist ja klar, wir sehen die Konfidenzintervalle nach oben und unten. Und wenn die den Nullwert einschließen, dann habe ich kein signifikantes Ergebnis. Wenn die Null außerhalb der Konfidenzbänder liegt, dann haben wir ein signifikantes Ergebnis vorliegen.
Last but not least möchte ich für das vorliegende Modell, jetzt wieder weg von den Average Marginal Effects, sondern für das ursprüngliche Modell Mod Logit Base, noch die Log Likelihood abfragen. Das mache ich mit Loglik, L-O-G-L-I-K. Achtung, das zweite L ist ein großes L. Das führe ich einmal durch und ich bekomme die standardmäßig natürlich negative Log Likelihood ausgegeben, minus 646. 0.8573. Ich hoffe, das Video hat etwas geholfen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Video.